Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid. Folge 6 in der Use What You Get Challenge hier im Item Randomizer von Dark Souls 2. Es geht stockend voran, aber es geht voran. Und zwar endlich mal in die Niemandswerft. Nicht gerade eins meiner Lieblingsgebiete, weswegen ich jetzt mich auch gerade frage, warum ich sage endlich. Aber es ist irgendwie auch sehr stylisch, vor allen Dingen mit diesem riesigen Geisterschiff und so weiter, das dann darauf wartet, von uns gerufen zu werden. Ja, und nach wie vor habe ich die Hoffnung, dass wir endlich mal unseren Estus-Flakon finden. es wird nämlich echt langsam ein bisschen eng. Ich habe nämlich keine Heilmethoden und sich hier quasi durchzusterben mit nichts an der Hand, außer dem vereinzelten Lebensstein, den man mal so findet. Ich brauche Estus-Flakons. Anders wird das kein Spaß... Uiuiui. Kein Spaß machen. Die zerlegen mich jetzt hier gleich schon. Wo bin ich denn hier? Hier, okay. Gut. Ups. Mir ist das letzte Mal schon aufgefallen, dass dieses Ultra-Großschwert ein katastrophales Tracking hat. Und ich katastrophale Ausdauer habe, mit der ich jetzt erstmal zurechtkommen muss. Ja, das, was ich an der No Man's Wharf, an der Niemandswerft auf Deutsch hasse, ist diese schiere Flut an Gegnern. Überall. Und ich habe jetzt auch kein Schild, weil ich mein Ultra-Großschwert zweihändig führen muss, damit ich es überhaupt führen kann. Und das wird hier ohne Heilmethoden, da könnt ihr euch schon mal auf eine echte Durststrecke einstellen. Das wird hier richtig übel werden. Aber den Typ muss ich echt umhauen, sonst nervt er mich die ganze Zeit. Och. Wow, 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 wow. Geh unter. Zwar. Schaut euch das an, mein Schwert. Also, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, dass das so häufig daneben haut. Boah. Da stelle ich mich richtig dämlich an. Zugegeben. Vielleicht von der anderen Seite. Ja, das... ich habe immer noch... das habe ich ja... Das war mein Resümee aus der letzten Episode, wo wir auch noch versucht haben, den Pursuer umzuhauen im Dazwischen. Mein aktueller Charakter ist eine Katastrophe. Ich habe nicht die Attribute, um gescheit zu spielen. Hier mit dem Ultra-Großschwert. Tschüss. Generell ist es alles eher nur so mitteloptimiert. Nämlich gar nicht. Und deswegen ist es gerade echt hier so ein richtig, richtig frustiges Durchsterben. Durch alles. So. Geduld und Spucke müssen wir hier durch. Da ist nichts dahinter. Ne? Es gibt nicht viele, viele Schränke hier in der Niemandswerft und ich kann es mir nie merken. Hinter denen sich dann noch so eine kleine Mulde verbirgt, wo man da noch was findet. So, okay. Was finden wir hier? Titanitscherben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Seele eines stolzen Ritters. Das ist gut. Weil Seelencontainer kann ich gerade echt gebrauchen. Komm hier rein. Wo uns Bogenschütze nicht in den Po schießt, wollte ich gerade sagen. Es sind einfach so wuchtige Schläge mit diesem Teil. Ich liebe es. Ah, ultra Großschwerter, ein Traum. Ein Hieb. Jetzt, was ist mit dir? Kommst du noch hoch? Danke. Ich will mich nämlich nicht überraschen lassen. Von keinem. Dass die mir irgendwie hinterrücks auflauern. Diese elendigen Piraten. Sollte ich... Ja, komm. Ey, alle Heilmethoden in diesem Spiel brauchen Ewigkeiten, bis sie wirken. Das ist ja unglaublich.
So. Seele eines verlorenen Untoten und Lebensstein! Oh, ich liebe es. Ein Lebensstein. Ich freue mich über jeden einzelnen. Wirklich. Ich und heilen. So, jetzt kommt ihr. Oh, da ist ja schon einer. Next. Schön vorsichtig. In die Klinge laufen lassen. Einer nach dem anderen. Höhleninfanteriestiefel und Wurfmesser. Ja, okay, aber jetzt erstmal langsam. Komm. Höhleninfanteriestiefel ziehe ich gleich an. So. Eieiei. Okay. Puh. Das war aber noch der leichte Teil hier unten. Höhleninfanteriestiefel. Zack. Jawohl. Wie ihr seht, ich habe mein Inventar aufgeräumt, noch bevor ich die auf Aufnahme gedrückt habe. Ich lerne. Ein dunkles Harz. 3 Stück? Cool. Kommst du jetzt auch runter? Hier noch irgendjemand? Nein. Kommst du jetzt auch runter? Danke. Mr. Fackel Dude. So, hat lang genug gedauert. Jetzt bist du aber platt. Hier gibt's keine. Gibt auch noch eine Menge Eisenpfeil. Illusory Walls. Und Wände, die man, glaube ich, aufsprengen kann. Irgendwie auch noch irgendwas. Also, es gibt ein paar Geheimnisse hier in der Niemandswerft. Ziemlich cool. Oh Gott, jetzt kommen die Hunde und die weiteren Soldaten, Piraten. Mal sehen. Schön alle einzeln, bitte. Alles klar. Ihr könntet. Ey, wenn ich mal einen Gegner finde, wo wir Lebenssteine farmen können, dann mache ich aber auch ein Kreuz im Kalender, ey. Lieber in Sicherheit gesprungen. Ah! Oh, grundgütiger. Mit der Bewaffnung und dem Gear hier, das ist ja. Ich muss. Also, der eine Lebensstein. Und das ist schon fast nötig. Ja, hier ist Lucatil. Das ist der zweite Ort, wo sie normalerweise auftaucht. Wenn nicht am Leuchtfeuer. Dann haben wir sie hier wenigstens. Die können wir dann bei diversen Bossen beschwören. Was mir in dieser Challenge erlaubt sein mag, ne? Also, das habe ich auch schon in der Use What You Get Challenge von Dark Souls 1. Bei jedem Boss, wo es geht, ein KI-Phantom zu beschwören, das auch zu nutzen, weil oftmals hat man einfach selber keine Waffen zur Hand und muss sich dann auf die Hilfe der anderen verlassen. Hier ist eine. So. Menschenbild, 3 Stück. Wuhuhu, yay. Schöner Fund. Oh. Oh. Okay. Da ist noch ein Hund. Komm mal her. Bevor ich den Piraten da anlocke, erstmal den Hund. Komm hoch. Ah, der macht's spannend. Okay. Wirklich. Meter für Meter. Und
im Idealfall einfach nicht angreifen lassen, sondern sie in die Klinge laufen lassen. Dafür muss man aber echt die Reichweite gut einschätzen, weil sonst ist die Ausdauer weg und man kann nicht rollen und kann gar nichts machen. Das ist echt, echt riskant, aber es geht kaum anders. Hier oben ist nichts. Ah, okay. Erstaunlich, wie wenig wir bislang in diesem Run Waffen wechseln mussten. Das ist echt krass. Noch ein Hund? Ach so, die sind unten in dem, bei dem. Ah, nein, der ist hier. Ausdauer. Oh. Das unterbricht halt auch wunderbar. Also die Taktik, die geht ganz gut. Die muss, ja, gut bislang geht sie echt auf. Da bin ich ganz froh. So, hier drin noch irgendein... Die ganzen Nachrichten. Lügt noch voraus, ja, ja. Aber hier ist nichts. hier ist auch nichts dahinter. Nein. Ein harmloser Pirat mit Axt. Was ich mal probieren könnte. Aber habe ich nicht. Ein Wurfmesser, wow. mit Consumables die Burschen hier mal ein bisschen ärgern. Och! Really? Na, der hat Brandbomben. Der hat die Idee, die ich hatte. Ja. Oh je, jetzt kommen die paar Hunde hier. Und das ohne... Oh! Ohne heilen zu können. Was ist denn mit den Hunden los, ey? Wollen die nicht oder können sie nicht? Ah. Ja. Yes! Ah! Ey, ich kneife aber sowas von die Pobacken zusammen, weil hier alles so on the edge ist. Mit meinem Leben. Mit meiner Ausdauer, mit den langsamen, aber heftigen Schwüngen, die alle sitzen müssen, weil ich sonst tot bin. Ja. Die Reichweite war es hier. Oh, ja, und das Durchrennen hier wird nicht so viel Sinn haben. Ich muss mich nochmal langsam, aber sicher durch alles durchhauen. Weil, ihr werdet, das ist keine Chance, hier durchzurennen. Das sind so viele Gegner, die einem dann am Hintern kleben. Und ich habe einfach nicht die Möglichkeit, dem Herr zu werden. Scheiße, allein schon die Bogenschützen. Jetzt habe ich schon wieder die Hälfte der Leben runter. Och. Okay, jetzt muss ich vielleicht doch mal durchrennen. Vielleicht komme ich irgendwie zu meinen Seelen. Keine Ahnung. Wir schauen mal. Da sind sie ja schon. Cool. Ja, das ist die Niemandswerft, wie sie im Buche steht. Durchrennen bringt nichts. No, no, no chance. Und diese beiden Bogenschützen, die nerven auch wie Sau. Ja, das ist halt die Sache, wenn man mit Ultragroßschwert und Fatroll hier durch will. Und immer Bewegung bleiben.
Nee, ich darf sie nicht angreifen lassen. Die. Ich muss sie ins Schwert springen lassen. Oh, ich hasse dieses Gebiet jetzt schon wieder, ey. Das ist. Zack, ja, es sind zu viele Gegner auf einem Haufen, die von überall angerannt kommen. Ich hab überhaupt keine Ausrüstung, um mich gescheit zu wehren. Aber jetzt habe ich auch die Seelen verloren, dann ist es egal. Jetzt probieren wir es nochmal mit durchrennen. So schön das Ultragroßschwert ist, aber es ist einfach kein guter Zeitpunkt, um es führen zu können. Um hier irgendwie Boden gut machen zu können. Ey, dieser Pfeiltreffer, ne? Ein Drittel der Leben weg, danke. Jetzt machen wir das mal von oben. Vielleicht ist das hier irgendwie ein bisschen sinnvoller. Oh, jetzt kommt, versperrt er mir den Weg. Das ist ja typisches Placement von Dark Souls 2 Gegnern. Es ist einfach so getrimmt. Nee, durchlaufen ist nicht. Du musst dich einzeln und durch Gegner durchkämpfen. Ja, dann werden wir das wohl tun müssen. Immer noch keine Estus Flakons. Irgendwo im Spiel sind sie. So ein spitzer Winkel, wirklich. Und wo kommst du jetzt her? Dieses Spiel hasst mich. So richtig. Ich habe zu wenig. Ich kann nicht heilen. Das ist so ärgerlich, dass im Grunde ich mit diesem kurzen Lebensbalken hier irgendwie zurechtkommen muss und ich komme hier keine 5 Meter weit, weil ich überall attackiert werde. Und dann schlägt er halt immer mit dem Schwert in die falsche... Ja. Andere Route. Gehen wir jetzt hier mal nach oben an die Stelle hier. Ach, es ist ja hell, deswegen kommt der auch schon angerannt. Ah, ja, gut, okay. Sollte ich den Pharaon-Wahrheitsverkünder an der einen Stelle einsetzen, damit es hell wird und zumindest diese Schattenviecher mir nicht so einen Ärger machen? Fast schon, ne? Also der erste Anlauf, der allererste hier rein, der war doch der beste. Und jetzt ist mein Lebensbalken wieder schön auf die Hälfte runter. So. Konzentriert. Wahnsinn.
Wahnsinn. Es ist nicht die Ausrüstung. Ich wiederhole mich die ganze Zeit. Das ist wirklich Dark Souls und sein Gegnerdesign. Also irgendwie kommt gerade das Schlechte aus diesem Spiel, quillt gerade aus allen Poren, wo das Design meiner Meinung nach nicht ganz rund ist in allem. Irgendwie fühlt sich das hier nicht ganz richtig an. Also es fühlt sich viel, viel unrunder und spießiger an, als es eigentlich sein sollte. Ja, wie soll das gehen? Ich brauche eine andere Waffe. Ich muss wirklich. Ich kann nicht mit diesem Gear durch dieses Level durch. Ich kann aber auch nicht ohne Estus Flakos durch dieses Level durch. Das gilt aber im Grunde eigentlich für den gesamten Rest des Spiels. Das ist. Okay, ja. Machen wir das mal. Das mag jetzt vielleicht eine doofe Entscheidung sein, aber mit etwas Ruhe durch und dafür brauche ich einfach ein bisschen mehr Leben. So, und jetzt schön geduldig. Ja, da geht's schon los. Der ist jetzt plötzlich halt auch einfach mal gar nicht aufgestanden. Und der Bogenschütze hat plötzlich auch da getroffen. Ja, okay. Jo, ich hatte es schon mal vor ein paar Episoden gesagt. Das ist echt bisher die heftigste Challenge, die ich mir so auferlegt habe. Warum schlägt mein Schwert plötzlich? Ich hatte ihn markiert, ich habe auf ihn geschaut, aber meine Figur schlägt einfach mal 90 Grad daneben. Kann mir das mal bitte jemand erklären? Ich habe so ein Verhalten noch nie gesehen. Ich muss auch so zurückblickend sagen, ich habe wahrscheinlich Ultra-Großschwerter in Dark Souls 2 nie verwendet scheinbar, weil sonst wäre mir das bestimmt schon früher aufgefallen, aber das geht halt absolut gar nicht. Ich muss zuverlässig in die Richtung schlagen können, in die ich ziele. Und das tut das Schwert nicht. Ich sag ja, unrundes Design. Echt komisch. So. Einer nach dem anderen. Ganz in Ruhe. Einer von den Typen und die Hälfte meiner Lebensbalken ist unten. Ernsthaft, Leute, was soll ich tun? Es geht nicht. Nicht ohne Heilung. Toll, ja. Schön. Guckt euch das an. Mein Lebensbalken. Jetzt hier die Hilfe beschwören. Naja. HP-Check. Wo steht's denn? Wo ist mein Spielerstatus? Wo sind meine aktuellen Leben? Bin ich blind? Da steht nur die volle Zahl. Ah, vielleicht Inventar? Nö. Das ist natürlich, dass der ein paar Wunder dabei hat, ist natürlich ein Traum. Das ist natürlich geil. Ganz vergessen, dass der ja dazu fähig ist. Und mit seinem Turtle, seiner Turtle-Taktik ja auch gar nicht ganz verkehrt. Könnte ein Game Changer sein hier, Bradley.
wenn er nicht zu übereifrig ist. Oder ich jetzt zu unvorsichtig dadurch. Ja, genau. Mit der Wucht. Yes, poke in. Ja, wrecked. Was ist mit dem da oben? Ach so, stimmt. Das ist ein Item, das ich gar nicht geholt habe. Das auf dem Dach, genau. Aber jetzt alles nacheinander. Langsam, schön langsam. Nach wie vor langsam, auch wenn ich Hilfe habe, die mich heilen kann. Muss ich vorsichtig sein, weil nach wie vor Fehler einen schnellen Tod bedeuten können. Hitboxen. Ach ja, das ist auch hier, genau. Deswegen habe ich das noch nicht geholt. Ey, Bradley, du hältst vielleicht den... Ja. Mach hier jetzt keine blöden Gesten. Oh ja, danke. Bonk. So. Ah, das ist schon viel besser. Alles. Gefällt mir alles schon viel besser. So, komm Bradley. Bam. Der weiß mit seinen Wundern echt gut umzugehen. Der räumt gut auf. I like. Huhuhu. Ah. Der Bogenschütze, der ist gefährlich. Komm her. Jawohl. Und jetzt machen wir wirklich Licht. Das will ich opfern, diesen Wahrheitsverkünder. Ich habe davon ja echt schon ein paar gefunden. Itemmäßig im Randomizer werden wir sie wahrscheinlich sinnvoller verbrauchen können, die Steine. Oh, oh, oh. Da schießt jemand. Aber trotzdem, das macht es mir hier einfacher, durchs Gebiet zu kommen, wegen der Phantomviecher. Oh, das war's schon. Bradley ist schon nach Hause gegangen. Es ist zum Heulen in diesem Gebiet, wirklich. Es ist wirklich zum Heulen. Ich komme hier nicht dazu, Items einzusammeln. Das ist echt ein Horror. Oh, überall diese Bogenschützen. Warum haben sie sie so platziert, dass sie überall treffen, egal wo du stehst? Überall. Ich weiß, was ich noch alles vergessen habe. Ich weiß es, das ist Absicht. Ich will jetzt erstmal... Ja, rennt ihr alle mal weg. Alle weg. Ihr Nervbratz. Ah! Ja. Weil ich will jetzt mal kurz durchrennen, versuchen die Glocke zu schlagen, damit das Schiff ankommt, die Abkürzung unten freischalten, damit man mal eine andere Route wählen kann. Durch das gesamte Gebiet. Für die restlichen Items. Derer da noch einige sind. Und es wäre halt eben noch schwerer. Erst dunkel. So. Gut. Jawohl.
weiter, weiter, weiter. Irgendwann werden die auch ihre Lust verlieren, hinter mir herzurennen. Famous last words, ne? Das war nichts, was wir benutzen. Boah, von da unten. Guckt euch das. Wow. Eieiei, Leute. Da kommen ja auch noch weiter. Genau. Weitere. Ui. Oh. Yes. Ui. Lebensstein, Heimatknochen. Lebensstein, zwei Stück. Ui. So. Das... Oh Gott, die Attentäter. Uiuiui. Weiter geht's. Weiter geht's. Nach da unten. Schaffen wir das noch? Bis zur Abkürzung. Ja. Oh. Nein. Weg. Umtreten. Danke. Jetzt... Oh. Gut. So. Meine Nerven. Die liegen blank. Wirklich. Ja, mal einen Schluck hier. So. Okay. Andere Vorzeichen jetzt. So ein bisschen zumindest. Ich werde trotzdem nochmal umrum gehen müssen. Weil ich nicht ganz zurück kann über den Weg. Aber das war jetzt zumindest schon mal... Weil es kann ja sein, dass jetzt hier in den Items irgendwas ist, was mir super weiterhilft. Bitte, bitte, bitte. Ui! Schnell, schnell, schnell mal irgendwo hin, wo sicher. Nämlich zum... Ah, fuck, das ist die falsche Abzweigung gewesen. Wo kann ich denn sicher kämpfen? Gegen euch. Das Schwert hat mich schon wieder in die falsche Richtung schlagen lassen. Okay, na gut. Nochmal. Oh je. Yeah. Draußen bläst ein Sturm ohne Ende. Das passt gerade wunderbar ins Bild. Wenigstens könnten wir jetzt schon jederzeit zum Boss. Das ist zumindest auch schon mal beruhigend. So. Das bringt ja gar nichts hier, mit so einem Lebensbalken hier auf die Suche zu gehen. So überhaupt gar nichts. Höheninfanterierüstung. Schießt mir irgendjemand bitte in den Rücken. Du hast ja jetzt... du bist ja auch quasi Händler. Ich meine, ich bin wahrscheinlich eh zu dumm, als dass du mit mir sprichst. Ja. Mit der schon wieder hergerannt kam. Ja, das Item da muss ich holen. So. Da ist auch noch so ein Scherzkeks. Menschenbild, Lebensstein. Wow, jetzt habe ich aber Lebensstein. Ei! Never feel safe. Vier Lebenssteine. Woo! Hier ist nichts. Okay. So.
Aber hier gibt es jetzt, glaube ich, Illusory Walls oder durchbrechbare Wände. Mit Items dahinter. Gut, also, Truhe Nummer 1. Große Titanitscherbe, ja. Feuerbomben, ja. Pirat, nein. Oh, das war knapp. Gavlan, jawohl. Who are you? I, Gavlan. Gavlan. What? With Gavlan. Ah, Gegenstand kaufen. Was hat denn der, was ich brauchen könnte? Gar nichts. Nope. Cool. You. Go home. Jetzt haben wir das auch offen. Ja, ja, ja. Es läuft, Leute. Es läuft. Langsam aber sicher. Oh, da hinten muss ich auch noch in das Gebäude rein. Okay, dann machen wir das zuerst. Aber das machen wir... Oh, Fall Damage, ne? Ah, okay. Oh! Na, der ist mir an meiner Klinge vorbeigesprungen. Okay. Ja, mit 4 Heilsteinen, Lebenssteinen fühle ich mich schon ein bisschen sicherer, hier das jetzt nach und nach abzugrasen, dass man im Zweifel sich doch nochmal ein bisschen Leben zurückholen kann. Gerade wenn klitzekleine Fehler zu fatalen Lebensverlusten führt. Das hier einfach. Ah, ja, toll. Ah, cool, cool, cool. Okay. Warum machen die sowas? Warum bauen die den Level so, dass man zum Beispiel jetzt nicht auch irgendwie das Ding 5 cm höher gebaut hätte, dass man vielleicht unten durchlaufen kann? Well. FromSoftware sagt nein. Ach, der ist jetzt endlich auch mal tot. Hä, das ist natürlich super. Also, das hilft mir ein bisschen in der Challenge, dass man halt Gebiete frei farmen kann vor Gegnern. Dass die beim 10. Mal halt einfach tot bleiben. Und wir uns über die keine Gedanken mehr machen müssen. Das ist natürlich auch super. Eisenpfeil. Eisenpfeil. Die Bogenschützen. Die Bogenschützen in diesem Spiel. Die Verzögerung von diesem Typen gerade. Okay. Ich meckere mich hier gerade durch. Liegt aber auch daran, dass das Gebiet mich einfach zunehmend nervt. Unser Gegnerplacement, seinem generellen Anspruch und seinen regelmäßigen Bitch-Moves hier. Wow! Seid zu zweit. Und hier ist doch auch eine Falle, ne? Da ist doch so ein Schattenvieh drin. Wo täusche ich? Ich täusche mich. Ach, das ist der Raum. Okay. Da ist nämlich auch eine Illusory Wall oder eine durchbrechbare Wand. Eins von beidem. Ich kann es mir nicht merken. Komm raus. Oh.
Eieiei. So, hier kann ich meine Wurfmesser verwenden und hier... Ja, das muss ich aufsprengen. Gut, also, dafür habe ich ja Consumables. Nächstes das. Gut. Wurfmesser, 7 Stück, Flammenschmetterling. Ah, jetzt machen wir erstmal die Kiste auf. Duftzweig. Ja, sehr gut. Und jetzt brauchen wir Wurfbomben, Brandbomben. Ich hoffe, die reichen. Dass ich da nicht schwarze brauche. Perfekt. Crystal Lizard. Titanitscheibe, große Titanitscheibe. Das scheint nicht durcheinander gewürfelt zu sein. Seelencontainer. Schwindende Seele. Ring des königlichen Soldaten. Erhöht maximale Belastung. Unbedingt. Seelencontainer, Lebensstein. Sehr gut. Entschuldigung, ich musste gerade einen Schnitt setzen und überprüfen, nämlich ob der Randomizer wirklich läuft, weil das so jetzt gerade so ein bisschen so war, so das Gefühl war, gibt es das hier nicht normalerweise auch alles, aber der Randomizer läuft, es kann alles also gut weitergehen. gut, dann jetzt wieder zu Gavlan. Der ist... Ey. Der ist hier. Nach da oben. So, der ist jetzt längst weitergezogen. Das ist ja auch vollkommen okay. Warwäger, Rüstung. Ich bin bei 83%, was meine Belastung angeht. Super Sache. Ach komm, markier nicht die Hunde da unten. Das ist gerade sehr fatal. Wo kommst du her? Wo kommen die alle immer her? Das ist mir echt zum Teil richtig schleierhaft, wo die sich stellenweise immer hier breit machen. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Gut, jetzt muss ich wirklich nochmal fast außenrum. Jetzt noch das auf dem Dach hier, da über... Oh! Komme ich denn? Ja, ich komme ja von oben auch an die Stelle ran. Hier. Und dann ist das Dach. Hier. Da liegt das Item. Große Seencontainer und ein Stein zum Eintauschen. Sehr schön. Das ist cool. Kill me already. No. So, jetzt dieser Bau. Ja, die Wand muss jetzt wenigstens kaputt sein, dann kann ich da auch rein. Das ist okay, das gehört sich so. Oh, ja, ja. Wow. So habe ich Dark Souls 2 auch noch nie erlebt.
Aber es wird langsam mit den gesammelten Items. Nach wie vor keine Estes Flasche gefunden. Auch in den Geheimnissen nicht. Boah, jetzt mal sehen, ob ich an denen vorbeikomme. Obwohl sie Angst haben. Das sind nämlich echt ein paar. Und deren Blutungsschaden ist fernvoll... Oh, da ist ein Loch im Boden. Ja, natürlich. Natürlich ist da ein Loch im Boden. Da. Da. From Software. Wirklich. Und wie gesagt, es ist erschreckend, wie wenig Waffenwechsel ich habe. Jetzt habe ich anders als in meinem Challenge Run in Dark Souls 1 hier endlich mal früh genug die Statistiken in meinen Attributen, als dass ich mal einfach ein paar Waffen führen könnte. Aber es gibt einfach keine. Gibt es im Vergleich zu 1 und 3 echt so wenig oder so viel weniger Waffen? Habe ich Pech? Woran liegt denn das? Also das geht mir nicht so ganz in den Sinn. Weil wie lange ich jetzt auch schon wieder mit diesem Ultra-Großschwert hier rumrenne. Ich bin auch vergleichsweise lang mit dem Dolch davor rumgerannt. So. Zwei Truhen. Großschwert? Ziehen wir gleich an. Aber... Bin zur Seite hinweggerollt. Aber das Großschwert könnte eventuell was sein, was vielleicht ein bisschen besser zu führen ist. So, Großschwert. Ist auch ein Ultra-Großschwert. Und noch schwerer. Warum heißt das Großschwert, wenn es... Oh Gott, das kann ich ja gar nicht... Oh doch. Warum heißt das Großschwert, wenn es ein Ultra-Großschwert ist? America, explain! Ich hoffe, die Truhe ist noch auf. Ist ja auch immer diese fehlenden Iframes beim Truhenöffnen hier in diesem Spiel. Oh, der Horror. So. Ah, jetzt bin ich schon wieder in den Boden. Ah. Ja, komm. Ja, haut mich einfach um. Das passt schon. Leute, ich habe einen Entschluss gefasst. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das mit dem Randomizer hier jetzt aktuell noch irgendwie funktioniert hat oder nicht. Das Problem ist bei diesem Randomizer, das ist ein extra Programm, das muss man parallel im Hintergrund laufen lassen. Und deswegen ist mir das auch schon beim letzten Mal vor ein paar Episoden passiert, dass ich aus Versehen angefangen habe, eine Episode zu drehen und gemerkt habe, der Randomizer ist gar nicht aktiv. Das ist alles ein bisschen fummelig und hat hier eventuell irgendwie was unfreiwillig durcheinander gewürfelt oder kaputt gemacht. Deswegen habe ich den Entschluss gefasst, an dieser Stelle aufzuhören. Es ist einfach auch, der Run hat sich dadurch, dass ich keine Estus-Flakons habe, das ist, entwickelt sich zu einem Horror. Es ist also irgendwo eine Herausforderung, ja, aber keine spaßige Herausforderung, sondern es ist nur noch ein Durchsterben. Ihr habt gemerkt, das ist einfach, da kommt man nicht wirklich vorwärts und das macht bestimmt beim Zuschauen genauso wenig Spaß wie jetzt hier bei mir beim Spielen. Ich werde diesen Run deswegen an dieser Stelle abbrechen, aber keine Sorge, ich werde mir was Neues einfallen lassen zu Dark Souls 2, weil ihr mich ja auch häufig gefragt habt, hey, mach doch mal wieder was zu Dark Souls 2 im Vergleich zu den anderen Spielen. Da werde ich mir was einfallen lassen und dann in Kürze hier auf dem Kanal weitermachen mit dem Spiel. Hier werden wir jetzt aufhören.
Es tut mir leid, aber es hat keinen Sinn. Ich hoffe, ihr versteht das. Und gerne können wir in den Kommentaren drüber sprechen, wie das hier so gelaufen ist. Und ich möchte mich trotzdem bedanken, dass ihr dabei gewesen seid, auch für die ganzen Kommentare in den vorhergehenden Episoden. Und ich würde mich sehr über einen Daumen freuen, wenn euch das Video gefallen hat, trotz allem. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Eine neue Videoreihe zu Dark Souls 2 folgt in Kürze. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Spielen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und macht's gut.